Hermann-Stiftung für die Freiheit und zu der Karl-Hermann-Flach-Stiftung, Grete-Bergane-Landesstiftung hier in Hessen willkommen heißen. Mein Name ist Cornelia Holtmann, ich leite das Regionalbüro der Stiftung in Wiesbaden. Wir wollen im Rahmen der Veranstaltung mit unseren Zeitzeugen aus den unterschiedlichsten Bereichen diskutieren, wie denn das Leben im DDR-Umweltstaat tatsächlich ausgesehen hat. Was Fehlen, die Existenz jeglicher persönlicher Freiheit bedeutet hat, was Bespitzelung, Verfolgung und Instrumentalisierung durch das SED-Regime bedeutet hat. Dabei wollen wir auch die Frage natürlich stellen, inwieweit das DDR-Unrecht bis heute aufgearbeitet wurde. Ich freue mich sehr und begrüße sehr herzlich dazu zunächst unsere Referenten. Ich begrüße zunächst Freya Kier. Herzlich willkommen, dass wir beide aus Berlin angetreten sind. Ehemalige Bürgerrechtlerin, Mitbegründerin der DDR-Friedensbewegung, Regisseurin, Dokumentarfilmerin und Schriftstellerin, unter anderem des Buches Michael Gartenschläger, Kampf gegen Mauer und Stacheldraht, eine realistische Erscheinung. Wir freuen uns sehr, dass sie da ist. Ich begrüße weiterhin Frau Professor Ines Geipel. Herzlich willkommen, dass auch Sie den Weg aus Berlin hierher angetreten sind. Fachsprache in Berlin, Schriftstellerin, ehemalige Weltklasse-Sprinterin und Herausgeberin des Buches Black Box DDR, unerzählte Leben unter dem SED-Regime. Weiterhin begrüße ich sehr herzlich Frau Ines Seemüller. Herzlich willkommen, dass auch Sie da sind. Ines Andrea Seemüller und ihre Familie unternahmen zahlreiche Fluchtversuche aus der DDR, die sie gemeinsam in einer Drei-Generationen-Show, sozusagen in einer Ost-West-Erlebnis-Show verarbeitet werden. Einige Auszüge daraus werden wir Ihnen heute Abend präsentieren. Ich begrüße weiterhin sehr herzlich Hans-Joachim Völler, freier Journalist aus Meiningen. Auch Ihnen herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Herr Völler ist seit 1998 unter anderem tätig für den Deutschlandfunk, die FAZ, Deutschlandradio Kultur, die Süddeutsche und den Rheinischen Merkur, um nur einige Zeitungen und Medien zu nennen. Seine Enthüllung der weitgehend simulierten Stasi-Überprüfung beim NDR löste seinerzeit einen bundesweiten Skandal aus. Und wir sind gespannt, was er zu diesem Thema zu berichten hat. Last but not least natürlich begrüße ich sehr, sehr herzlich unseren Moderator, Herrn Andreas Heuchler, Journalist. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Herr Heuchler ist Rundfunkjournalist beim Hessischen Rundfunk. Er ist nicht das erste Mal bei uns. Wir hatten im vergangenen Jahr eine sehr spannende auch Zeitzeugendebatte in Heppenheim, die er damals bereits moderiert hat. Und das hat damals schon viel Spaß mit ihm gemacht und wir freuen uns über eine spannende Diskussion mit ihm. Ja, nun bleibt mir eigentlich nur noch Ihnen einen interessanten Abend zu wünschen. Sie sind im Rahmen der Podiumsdiskussion natürlich sehr herzlich eingeladen, auch Ihre Beiträge anzubringen, Ihre Fragen zu stellen an die Zeitzeugen. Selbstverständlich haben Sie auch im Nachgang nach der Veranstaltung noch die Möglichkeit, mit einzelnen unserer Referenten zu sprechen. Ich denke, Sie werden alle noch ein Weilchen bei uns bleiben, sodass da auch noch die Möglichkeit zum persönlichen Gespräch besteht. Ja, nun wünsche ich Ihnen, wie gesagt, einen sehr interessanten Abend. Wir beginnen mit einigen Auszügen aus der Ost-West-Erlebnisshow der Familie Seemüller. Und dazu möchte ich Ihnen aber noch den Rest der Truppe sozusagen vorstellen, nämlich zunächst die Eltern von Frau Seemüller, Roswitha und Reinhold, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Und ich sprach von mehr Generationen und in dem Fall jetzt wirklich last but not least Andreas Seemüller, der Sohn, auch Ihnen herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ja, viel Spaß. Zunächst bei der Ost-West-Erlebnis-Show. Es sind nur kleine Auszüge. Sie finden weitere Informationen auch über die Show und über die Bücher der sämtlichen Referenten auch draußen, haben Sie teilweise schon gesehen vor der Tür. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend. Vielen Dank. Thank you.
die Stasi zum Don Quixote gemacht. Von wem? Ich bin der Mutz aus der sozialen Marktwirtschaft. Und von drüben. Ich bin der Marx von drüben, aus der sozialistischen Planwirtschaft. Sozial? Ja. Sozialismus? Nein. DDR? Nie wieder. Freiheit zu bedeutend Wort. Wie soll man dich erklären? Selbst wollte ich dich definieren, ich müsste es dir verwehren. Oh, deinen Klang umgibt so viel von Hoffnung und Begehren. In deinem Bann, du Phänomen, kann keiner sich erklären. Auch mir trennt es nach deinem Ruf der Freiheit Hoffnungsschimmer. Befreit von jeder Ideologie, trag ich der Fessel nimmer. Doch fragt man mich, was willst du nun? Was tut dich so verführen? Dann antworte ich,